Ich nehme euch heute den gesamten Tag im Pferdestall mit und bevor das eigentliche Video losgeht, habe ich die Pferde mit Leckerlis bestochen, damit sie brav mitspielen im Video. Und Spoiler, das hat sich für die Anfangssequenz zumindest schon mal gelohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lara von dem Kanal Dandy Learns und heute nehme ich euch bei der Arbeit mit meinen zwei Pferden mit. Ich werde ein Jungpferd reiten, den Dacko hier, und mit dem Dandy machen wir heute Freispringen. Ich würde sagen, los geht's! Ich habe mir dann gleich den Dacko geschnappt und wir sind Richtung Stall spaziert. Den Dacko habe ich einfach als erstes genommen, weil ich mir gedacht habe, das passt ganz gut, wenn ich jetzt als erstes reite und dann mit dem Dandy Freispringen mache. Ich habe ihn dann angebunden und auch das Putzzeug geholt. Er hat mich dann richtig bodenlos abgeschlabbert, also einmal komplett über meine Wange. Das war bestimmt seine Rache, weil er jetzt zuerst arbeiten musste. Aber ich habe es ihm verziehen, ich habe dann angefangen, ihn zu putzen. Er hat mega gestaubt, also ich glaube, das kann man in dem Video sogar sehr gut sehen. Der hat bestimmt einfach draußen geschlafen heute. Das machen sie sehr, sehr gerne, weil der Sand in der Früh bzw. über Nacht natürlich abkühlt und das dann super angenehm ist für die Pferde. Ich habe dann auch seine Mähne gemacht und habe dann gesehen, dass das schon ziemlich ausgefranst ist und dass da dringend ein neuer Schnitt nötig ist. Das habe ich dann auch gemacht. Es schaut richtig psycho aus. Kurz mal alle am Stall verstört, aber ich habe mich mega bemüht, dass das ein halbwegs passabler Schnitt wird. Was derartige Dinge angeht, bin ich nämlich absolut nicht talentiert. Ich finde aber, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir ignorieren aber bitte trotzdem seinen Schopf und was da oben hier so alles passiert. Das ist einfach nur peinlich. Der Dacko hat dann auch probiert, sich hinter diesem Busch zu verstecken. Ich weiß nicht, was da seine Mission war, aber er hat da ewig lang herumgespielt und hat sich da so hingestellt, als würde er einfach null Bock auf uns haben. Aber ich glaube, das war einfach wegen den Fliegen. Ich habe dann noch die Hufe ausgekratzt, da waren einige Steinchen drinnen, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Bitte vergesst das nicht oder denkt auch nicht einfach, das wäre egal. Ich habe hier nämlich auch bei einem Huf eine Kante entdeckt. Das hier war zwar weniger problematisch, aber einfach störend, das habe ich dann weggezwickt und hier diese Kante, das könnte schon wirklich zu einem riesigen Sprung im Huf führen, also habe ich das dann auch weggemacht. Also das ging relativ schnell einfach und hier habe ich dann drüber geraspelt mit unserer Feile. Das sieht so aus, ist relativ brutal, man muss auch aufpassen auf seine eigenen Finger. Dem Pferd tut es aber natürlich nicht weh, das ist wie Nägelfeilen. Dann war der Dacko soweit fertig und ich habe einfach alle Reitsachen auf einmal rausgetragen. Ich weiß nicht, wer das noch so macht, ich mache das immer, ich gehe nicht zweimal. Keine Chance. Ich habe den Dacko dann aufgesattelt, das funktioniert natürlich schon sehr gut, also das kennt er alles schon, das haben wir schon hunderttausende Male gemacht, gleich wie das Auftrensen und Aufzäumen. Ich habe aber noch währenddessen dann meine Schuhe umgezogen, ihr seht nämlich hier, die Stiefletten sind einfach schon sowas von kaputt. Und ja, ich lege jetzt auch nicht so viel Wert auf Stiefelpflege. Aber weniger von mir, mehr zu Dacko. Dacko ist jetzt 5 Jahre alt, wir haben ihn seit er ein Jährling ist bei uns. Und wir haben ihn das letzte Jahr angeritten, haben ihn dann aber nochmal auf die Weide gestellt, damit er nochmal so ein bisschen das Gelernte verarbeiten kann. Und dieses Jahr haben wir begonnen, das Training ein wenig weiter auszubauen. Ich reite ihn zwar regelmäßig, longiere ihn aber trotzdem jedes Mal davor noch ab. So kann ich ihn einfach viel, viel besser gleich von Anfang an einschätzen, wenn ich sehe, wie er sich an der Longe verhält. Und ja, weiß dann, auf was ich mich einlasse, wenn ich mich wirklich draufsetze. An diesem Tag habe ich ihn dann natürlich im Schritt mal abgehen lassen, habe ihn dann über die Stangen traben lassen, habe ganz viele Galopp-Trab-Übergänge gemacht und dann auch die Stangen mitgenommen. Bei der Arbeit mit Jungpferden ist es ganz wichtig, dass man oft die Hand wechselt, das habe ich dann natürlich auch gleich gemacht, und sie nicht einfach nur im Kreis laufen lässt, dass sie einschlafen, sondern dass man ihnen da wirklich eine Aufgabe gibt. Entweder eben Stangen einbauen, viele Übergänge einbauen, Tempowechsel, also wirklich auch in der Gangart. Das macht er alles schon super brav, deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, dass ich mich jetzt draufsetzen kann. Ich ziehe mir noch immer einen Protektor an, wenn ich mit Dacko reite. Hat mich schon ein paar Mal auch, ja, verloren. War aber alles bis jetzt sehr harmlos und ich hoffe, dass das natürlich auch so bleibt. Deswegen der Protektor. Ich finde es auch immer total süß, dass immer, wenn ich aufsteige, dass er hier so zurückschaut und mich anriecht. Das macht er wirklich jedes einzelne Mal. Die Arbeit mit Dacko sieht zurzeit so aus, dass ich ihn einfach mal im Schritt reite, schaue, dass ich ihn gut anhalten kann. Hier ist er mir fast ein wenig zu früh wieder ohne mein Kommando losgelaufen.
Und ich baue auch ganz viele Lenkübungen ein. In diesem Fall einfach mit Gewichtsübungen, also dass er quasi meinem Schwerpunkt einfach nachgeht. Das macht er wirklich super, super fein und das würde ich allen Leuten auch empfehlen, nicht nur mit ihren Jungpferden zu trainieren, sondern tatsächlich mit Pferden jeden Alters zu machen. Ich finde, das ist nämlich eine der Grundlagen für richtig feines und wirklich schönes, harmonisches Reiten. Und ja, deswegen trainieren wir das dann einfach auch. Im Trab ist zurzeit unsere Hauptaufgabe, ihn an das Aussitzen zu gewöhnen. Das mache ich einfach so, dass ich die ersten 2, 3, 4 Trabtritte einfach schon mal sitzen bleibe, erst dann zum Leichttraben übergehe und dann, wenn ich bereit bin, zum Schritt durchzuoperieren, einfach wieder 2, 3, 4 Trabtritte sitzen bleibe und ihn dann erst zum Schritt übergehen lasse. Es ist nämlich so, dass ihn das noch ein bisschen stresst, wenn ich jetzt wirklich aussitze und das über einen längeren Zeitraum. Da wirft er den Kopf so hin und her und ist etwas unsicher. Und deswegen möchte ich ihn da ganz langsam dran gewöhnen. Wir haben schon sehr doll Fortschritte gemacht und ich bin da auch mega stolz auf ihn. Das macht er schon super brav. Auch die Galopphilfe nimmt er schon super gut an. Das seht ihr hier, das klappt wirklich von einem auf den anderen Schritt. Da gibt es auch kein großes Laufen davor. Er bleibt dann auch brav im Galopp. Wir galoppieren hauptsächlich ganze Bahn und maximal eine Tour. Das ist für die Jungpferde ja immer noch die größte Anstrengung, da wirklich kleinere Kreise dann in schnellerem Tempo mit Reitergewicht zu bewältigen. Aber ich finde, das macht er super brav. Er rennt mir dann auch nicht davon, wenn wir galoppiert sind. Also da hatte ich schon andere Erfahrungen auch. Da ist er eigentlich ganz gechillt und das stresst ihn auch überhaupt nicht. Genau, und das mache ich auf der zweiten Hand genau exakt gleich. Also ich versuche da die gleichen Übungen zu machen in ungefähr der gleichen Zeit. Eben auch, wie ihr hier seht, im Galopp. Das ist tatsächlich seine schwerere Hand, da tut er sich schwerer, also da merke ich auch, dass er noch mehr Außenstellung hat und da ein bisschen einfach mehr Zeit braucht, um da wirklich locker zu werden, macht er aber eben auf dieser Hand auch super brav, also ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf ihn. Hier seht ihr auch nochmal den Übergang und dann im Trab ist er wieder total gechillt und brav, da habe ich ihn dann mal wirklich brav und fest gelobt dafür. Das Loben ist sowieso etwas, das in der Reiterei sehr, sehr oft zu kurz kommt, aber vor allem in der Jungpferdeausbildung ist das einfach extrem wichtig. Pferde reagieren auf positive Verstärkung im Training einfach extrem, wirklich extrem. Und das stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern auch das Selbstbewusstsein, das das Pferd dann hat. Und wie soll es etwas weiterhin gut machen, wenn es nicht weiß, dass es das überhaupt gut gemacht hat gerade? Deswegen kommuniziere ich das immer sofort und unsere Pferde sprechen da natürlich schon sehr stark drauf an, was ich super schön finde. Mit dem Dacko war ich dann auch schon fertig. Ich habe ihn dann abgetrenzt und abgesattelt. Der war, glaube ich, ganz zufrieden. Also er sieht zumindest so aus. Und dann habe ich ihn mit in den Stall genommen, wo er dann auch sein Leckerli bekommen hat, beziehungsweise seine Belohnung. Das bekommen unsere Pferde immer nach dem Reiten. Dacko hat in dem Fall Hafer bekommen. Und dann ging es auch schon weiter mit dem Freispringparcours. Ich habe das dann gleich alles aufgebaut, habe ungefähr versucht, da passende Galoppsprünge und einen passenden Abstand zu wählen. Ich bin da kein Profi drin, muss ich auch gleich sagen. Und das ist auch alles eher provisorisch aufgebaut. Das haben wir das zweite Mal überhaupt auf diesem Platz gemacht. Und dann, ja, kam der Dandy auch schon hier rein. Ich habe ihn dann auch schon vorbereitet, also habe ihm die Hufglocken drauf getan und auch die Gamaschen. Und ich sage euch was, der war absolut nicht begeistert von diesen Gamaschen und Hufglocken. Er hasst die Hufglocken nämlich. Und ich zeige euch jetzt auch, was er so macht, wenn er Dinge nicht mag. Ich habe das jetzt vorgespult, weil wir das wirklich lange beobachtet haben. Wir haben uns da einfach den Arsch abgelacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist da immer weiter zurückgewandert, hat es immer wieder angerochen. Also man hat einfach gemerkt, das passt ihm so gar nicht. Er zeigt das relativ deutlich, indem er immer sein Hinterbeinchen hebt oder sogar austritt, auch wenn da kein Pferd ist oder nichts, gegen das er tritt. Einfach um seinen Ärger zu demonstrieren. Und dann ging es noch ein wenig weiter. Ist er wieder rückwärts auf uns zugekommen und dann hat er sich endlich beruhigt, beziehungsweise er hat sich dann mit den Hufglocken einfach abgefunden und dann durfte er auch schon im Schritt durch diese Freispringgasse laufen, hat sich das alles mal in Ruhe angeschaut. Das Aufwärmen ist beim Freispringen natürlich auch super wichtig, deswegen haben wir ihn da erstmal über die Stangen am Boden einfach drüber traben lassen. Ich habe ihn dann auch galoppieren lassen, immer wieder abgebremst vor den Stangen, dass er dort drüber trabt und dann wieder weiter galoppieren lassen. Das haben wir natürlich eine Zeit lang gemacht. Und dann haben wir natürlich auch die Hand gewechselt und das gleiche Spiel ging auf der anderen Hand los.
Nur, dass der Dandy dann nicht mehr brav auf mich gehört hat, sondern wirklich im Galopp über diese Stangen drüber geprescht ist. Der hat sich da einen Spaß draus gemacht. Ich habe ihn dann richtig abgebremst, weil das natürlich auch gefährlich sein kann, wenn er da über die Stangen galoppiert, die eigentlich für den Trab ausgelegt sind. Habe ihn eben abgebremst und dann nochmal im Trab drüber schicken wollen. Aber ja, der Herr hatte wieder andere Pläne und hat mich da auch ein bisschen verarscht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihm dann noch eine Chance gegeben, dass er da drüber traben kann. Habe ihn eben wieder abgebremst. Das sah vorerst mal sehr gut aus, aber ja, er ist dann wieder angaloppiert und wieder so halb irgendwie drüber gesprungen. Und dann habe ich mir gedacht, egal, ich baue jetzt einfach das Hindernis auf, dann muss er sich da auch ordentlich bemühen. 50 Zentimeter. Die Freisprünge baut man natürlich von kleiner, immer höher werdender. Ich habe mit 50 cm angefangen, habe gedacht, das ist eine passende Höhe, weil ja, viel kleiner geht eh nicht mehr. Das hat er ganz brav gemacht, haben wir ihn dann gleich nochmal drüber springen lassen und dann auch schon wieder erhöht auf 60 cm. Das seht ihr jetzt hier schon. Das hat er natürlich auch mit links gemacht. Er hat ihn auch noch den Kopf geschüttelt, weil es ihm Spaß gemacht hat. Das waren dann auch schon 70 cm. 80 cm. Und auch die 80 cm hat er weggesteckt wie nichts. Das hat er gleich zweimal springen dürfen und da habe ich dann auch gemerkt, dass es sich leichter tut, wenn er eine Absprungstange hat. Die habe ich ihm dann hier platziert. Dann haben wir auch tatsächlich auf die 90 cm aufgebaut. Das hat er auch super brav gemacht und dann ging es auch schon an die nächste Hürde. Wir haben nämlich dann schon etwas höher gebaut. 1 Meter. Ich finde, 1 Meter sieht neben ihm dann auch schon echt riesig aus. Das hat er dann tatsächlich auch abgeworfen. Habe ich natürlich nochmal aufgebaut und ihn dann nochmal reingeschickt. Dieses Mal hat er das wieder mit links gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, grundsätzlich könnten wir sogar noch weiter gehen. Natürlich habe ich ihn dann davor mal richtig gelobt. Er hat auch abgekaut und war echt zufrieden. Aber dann... 1,10 Meter. Geht denn die? Komm her. Er ist da beim ersten Sprung schon ganz komisch hingekommen und hat das dann aber fast aus dem Stand gemacht. Deshalb ich mir gedacht habe, vielleicht gehen auch 1,20 Meter, aber das war ihm dann zu hoch. Also da hat er dann abgebremst, da habe ich gemerkt, okay, das Limit ist erreicht. Das hat er jetzt nicht gemacht, weil er irgendwie bösartig ist, sondern einfach, weil er sich das nicht mehr zutraut. Ich habe dann die oberste Stange runtergemacht, habe ihn dann mit mir mit etwas weiter nach hinten genommen, um Anlauf zu nehmen und bin dann mit ihm zusammen aus dieser Freispringgasse rausgehüpft. Das hat ihm dann, glaube ich, auch sehr gut gefallen und ihm wieder ein bisschen Vertrauen in sich selbst gegeben. Hat dann auch abgekaut und dann sind wir wieder zurück auf 1,10 Meter gegangen. Das hat er dann super souverän gemacht und das war dann für mich auch ganz klar, dass das das Ende ist. Das hat er super brav gemacht. Ich bin mega stolz. Wir haben ihn dann noch ein bisschen ausspringen lassen, also wirklich wieder ganz klein gebaut, dass er da einen schönen Ausklang hat. Und dann habe ich ihm auch die Gamaschen und die Hufglocken wieder abgenommen. Ich glaube, er hat tatsächlich vergessen, dass er das noch immer auf seinen Beinen hat. Denn beim Abnehmen der letzten Hufglocke hat er wieder gemerkt, dass da eigentlich an seinem Bein so dran ist. Natürlich darf er sich schrecken, er ist jetzt auch nicht weit weggesprungen oder so und ist dann auch stehen geblieben, als ich sie abgemacht habe. Ich habe es ihm dann aber trotzdem nochmal gezeigt und wollte ihm dann auch nochmal damit über den Körper fahren. Er hätte da ja natürlich auch weggehen können, ich habe da ja weder ein Zaumzeug noch einen Halfter drauf, aber er ist dann ganz brav stehen geblieben und dann hat er auch seine Belohnung bekommen. Er hat heute auch Hafer bekommen und der Dandy, der verspeist das immer in Weltrekordzeiten, also das ist wirklich seine Spezialität. Und dann hat es tatsächlich angefangen zu regnen. Ich bin dann nur noch rausgesprintet und habe schnell die Koppel verschlossen, also dass der Zugang zur Weide verschlossen ist und die Pferde nur im Offenstallbereich sein können. Ich dachte nämlich, da kommt ein Gewitter und wenn es gewittert, sollen die Pferde nicht unbedingt auf der Weide sein. Deswegen, ja, habe ich mich da beeilt und bin auch extrem schnell wieder zurückgerannt. Ich bin trotzdem nass geworden, aber egal. Das war dann auch schon der ganze Tag im Pferdestall. Und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen oder auch zu kommentieren. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram und auf TikTok folgen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!